Rainer Kallmund. Ja, ist doch klar, es ging nicht nur letzte Woche rum in der Bundesliga. Die kommende Wochenende geht's wieder richtig zur Sache. In der Schalke-Arena brennt die Luft, aber hundertprozentig. Die müssen beide punkten. Ich tippe einfach mal auf Unentschieden. Ach Mensch, jetzt hören wir mit dem Scheiß auf, mit Undiszipliniertheiten. Ja, der Gomez, der ist ein Fußballer, ist kein Messdiener, ist kein Mönch. Die Fußball-Bundesliga muss immer Vorbild für die Jugend sein, aber jeder muss auch begreifen, dass das kein Kloster ist. Und wenn man nach einem Spiel man sagt, Mensch, der Mike Franz war ein Arschloch, weil er mich andauernd getreten hat und provoziert hat, ist das nichts so dramatisch, das ist kein Weltuntergang. Das muss nicht sein, der DFB hat das richtig bestraft, 8000 Euro, damit die Jugendlichen noch wissen, ich kann das nicht hier fortsetzen. Dann hat er sich. Vom Bommel ist auch bestraft und komm, nächste Frage. Ja, der Diego ist der meistgefaulte Spieler in der Bundesliga. Hast du gesehen, was der so auf den Knochen kriegt? Die haben für mich kleine Woche zu viel noch bekommen. Das heißt, 4 Wochen Sperre hat er verdient, weil er ein dämliches Eigentor geschossen hat. Diese Rempler, da kriegst du eine rote Karte, da muss ich nicht zu beschweren. Auch wenn der Kyriakos, der war ja ein super griechischer Schauspieler, der ist ja umgefallen, als wenn er ihn mit dem Vorschlaghammer auf den Kopf gekriegt hätte. Von dem kleinen Fuzzi, da kannst du ja gar nicht so umkippen. Der zweite Spiel ist natürlich Dortmund in Bremen. Die Bremer können sich jetzt auch nichts mehr erlauben. Die müssen noch ohne Diego gewinnen. Und Dortmund jetzt gerade hier im Laden, den habe ich hier bei mir, Petric. Groß im Jubel, hat Selbstvertrauen. Du hast da 3-1 geschossen. Jetzt sind die im Halbfinale. Und die haben natürlich immer noch die Chance, wenn sie mal einen großen Cup hinlegen, auch noch in den UEFA-Cup zu kommen. Ja, ich frage uns im Laden. Wie siehst du die Chance jetzt in Bremen? Ja, ich denke, dass wir eine gute Möglichkeit haben, weil wir haben Bremen jetzt schon zweimal geschlagen in der Saison und bei Bremen fehlt, wie gesagt, Diego und wir haben jetzt natürlich Selbstvertrauen aus den letzten 2-3 Spielen und ich denke, dass wir gute Chancen haben. Mladen, in 100 Tagen beginnt die Europameisterschaft. Du spielst mit Kroatien unter anderem auch gegen Deutschland. Bist der große Star, hast hier in der Bundesliga 11 Tore geschossen, ganz knapp in der Torschützenliste hinter Luca Toni. Und dabei bist du in Dortmund bei einem Club, der ganz unten im Mittelfeld steht. Also großartige Leistung. Dann hast du ja übrigens dieses 3-2 in England geschossen. Große Trauer in ganz England, großer Jubel in Russland. Und der Vedun, großer Mäzen von Spartak Moskau, hat gesagt, ich schenke dir mein Auto. Ist das Auto eigentlich eingetroffen, der dicke Mercedes? Noch nicht, ne? Bis jetzt ist nichts gekommen. Und aber der Vedun, ich kenne den, der hält sein Wort. Was ist, wenn du den Waren jetzt kriegst? Gut, ich weiß nicht, das war bis jetzt nur so eine Rede in den Medien, aber ich denke, wenn da wirklich was kommen sollte, das Beste wäre, glaube ich, wenn man den verkauft und dann das Geld für gute Zwecke ausgibt, weil sonst könnte es wahrscheinlich noch Probleme geben mit der FIFA. Ja, dann ein großes Drama, Eduardo schwer verletzt. Jetzt sind die ganzen Offensivhoffnungen ruhen auf Petric, auf Olic, auf Klasnic, auf den drei Deutschen. Wie siehst du die Situation? Er ist für uns natürlich ein Riesenverlust, weil der Eduardo ist ein Weltklasse-Spieler. Der hat uns in der Qualifikation mit 11 Toren sehr viel geholfen und der wird uns fehlen, aber wir haben natürlich auch mit dem Olic und Klasnic, auch Budan, der in Italien spielt, andere klasse Stürmer, die immer für Tore gut sind. Dieses deutsche Trio muss Eduardo ersetzen. Wer wird deutscher Meister? Deutscher Meister, denke ich, wird Bayern München. Wer wird Pokalsieger? Pokalsieger werden wir. Borussia Dortmund. Ja. Wer wird Europameister? Europameister? Puh. Die Prognose möchte ich nicht wagen. Wer wird Torschützenkönig, Luca Toni oder Petric? Ich sage mal, der Bessere von beiden, der am Schluss die meisten Tore hat. Okay, ich wünsche dir viel Erfolg in der Bundesliga und bei der Europameisterschaft, mit Ausnahme gegen Deutschland. Dankeschön. Alles klar.